zusammen. Frage am Anfang. Was würdet ihr davon halten, wenn man irgendwann in seinem Leben mal den Eindruck hätte, ich bin fertig? Also nicht fertig im Sinne von fix und fertig, sondern ich bin fertig. Den Eindruck hat, so, jetzt habe ich wirklich Ruhe. Und das bleibt auch so. Fertig und Ruhe. Kommt irgendwie nicht dazu, oder? Ich habe immer von diesen Sachen gesprochen, die zerbrechen können, ja, die schief gehen können, die ja, nicht beständig sind. Es kommt noch ein Faktor dazu, nämlich der seltsame Faktor, nehmen wir mal Anerkennung. Da kommt jemand und sagt zu dir, wow, das hast du ganz toll gemacht und du bist echt fähig oder du bist echt okay oder das hätte ich ja nicht von dir gedacht, wie, dass du sowas Tolles auf die Reihe kriegst und so. Da klopft dir einer auf die Schulter und du merkst, oh, das tut mir gut, wow, wow, wow. Das Komische ist, dass es in uns keinen Speicher gibt, der Gelingen und Anerkennung so speichert, dass sie tatsächlich nicht mehr verloren gehen. Sondern komisch ist das, das Lob, das man mir ausspricht, das läuft irgendwo wieder aus. Das verblasst. Ja, das ist so ganz seltsam, als wenn das verblasst und ich brauche wieder neues Lob. Meine Seele, mein Ich, lechzt danach, nicht nur einmal im Leben eine Anerkennung zu bekommen, sondern braucht es immer wieder. Immer wieder. Es ist nicht fertig. Kommt nicht einfach zur Ruhe. Genauso ist das mit Besitz oder Komfort und all diesen Sachen. Man könnte ja sagen, eigentlich könnte man sagen, jeder von uns hat den Tag, an dem er genug hat, schon längst hinter sich. Das ist doch so, sagen wir mal, in Deutschland jetzt. Ja? In Deutschland kann man eigentlich sagen, der Tag, an dem ich mit Essen und Trinken und Dach über dem Kopf und Wärme und fließend Wasser und Strom versorgt bin, um zu haben, was ich brauche, um leben zu können. Der Tag liegt hinter uns allen. Ja, wir sind alle satt. Und selbst die Ärmsten können zu dick sein. Die laut Statistik Ärmsten können zu dick sein, weil sie sogar zu viel essen können. Wow. Komisch ist aber, dass auch Besitz irgendwie nicht zur Ruhe kommt. Seltsame Geschichte, dass wir das Maß verloren haben für genug. Ja, fertig heißt ja auch, ich habe ja anfangs gefragt, was wäre, wenn man sagen könnte, fertig? Ist gut. Um das sagen zu können, braucht man eigentlich ein Maß für genug. Reicht jetzt. Kann jetzt mit was anderem beschäftigt sein. Finde ich total seltsam. Und darüber müssen wir mal, glaube ich, nochmal nachdenken. Lohnt sich, vielleicht denkt doch mal, warum bin ich eigentlich nicht fertig? Könnte doch an manchen Stellen fertig sein. Und jetzt nochmal eine Zwischenfrage. Was ganz anderes, also jetzt gar nicht jetzt direkt zu dem Thema jetzt, aber eine Zwischenfrage, die ich unbedingt mal stellen will. Denn das Ganze läuft ja jetzt hinaus letztlich auf das Thema Gott, auf das Thema Vertrauen auf Gott, auf das Thema Glaube. Es gibt so Aussagen, die so durchs Land gehen, immer ja so Christ sein und Glauben und solche Sachen, das ist was für Leute, die ihr Leben nicht auf Reihe kriegen. Das ist was für Leute, ja, die das eben nicht hinkriegen. Und dann fangen sie an mit Glauben oder so. Ja, also die letzte Ausfahrt sozusagen. Letzte Ausfahrt, Glaube. Stimmt das eigentlich? Und meine Antwort aus vielfacher Erfahrung ist, ja, durchaus. Nicht nur, aber durchaus. Die Krise und das Erleben der eigenen Ohnmacht führt tatsächlich Menschen dazu, nach Gott zu fragen. Merke ich oft. Wenn Leute merken, wir gleiten die Dinge aus den Händen und sie merken, ich habe gar nicht so viel in der Hand, wie ich immer dachte. Ich verliere förmlich die Kontrolle. Und dann merken sie, wow, 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 das wabert hier. Wer bin ich? Wo führt das hin mit mir? Was wird aus mir? Das führt durchaus dazu, dass Leute nach Gott fragen. Manche fragen nach anderen Sachen, sie suchen dann in irgendwelchen spirituellen Dingen, ja, die irgendwie andere Faktoren haben als das hier, suchen sie nach Halt. Aber eben auch Leute, die nach Gott fragen, anfangen zu glauben. Ich halte das gar nicht für dumm. Die Chance der Krise, die Chance des Verlustes von Kontrolle ist die, dass man der tatsächlichen Ohnmacht, die eigentlich schon immer da war, wenn es um das Ich geht, mal ins Auge sieht.
dass man mal bemerkt, woraus man besteht. Nämlich nicht aus einer festen Struktur, sondern bemerkt, wie weich, wie zerfließend man ist. Und ich halte es nicht für verachtenswert, zu sagen, Glaube ist etwas für Leute, die gerade ihr Leben außer Kontrolle haben, nicht auf die Reihe kriegen. Ich halte es sogar für gut und für weise. Weise ist, wer in der Krise bemerkt, dass er eigentlich noch nie wirklich viel in der Hand hatte, kontrollieren konnte. Dass er eigentlich sein Ich noch nie wirklich festmachen konnte. Und noch weiser ist, wer das auch ohne Krise bemerkt. Noch weiser ist, wer sich auf die Schliche kommt und merkt, oh Mann, ich bin die ganze Zeit beschäftigt damit. Kann es das sein? Ist das das Leben? Immer noch mehr und immer wieder. Und dann ist das wieder weg und dann bin ich schon wieder da am Basteln und am Bauen. Noch weiser als der, der in der Krise draufkommt, ist der, der auch ohne Krise merkt, ich habe gar nicht so viel Kontrolle und ich kann mich selbst gar nicht festmachen. Ich brauche was anderes. Aber was?